Romantisch geht es ja hauptsächlich zu. Ist das dein Handy wieder? Nein, ich hab's abgeschaltet. Aha. Romantisch geht es ja auch zu unserer kleinen Urlaubspartnerbörse hier. Wir stellen jetzt schon seit einigen Wochen wir vermitteln Mikrofone. Und mach du den Scheiß. Aber du bist so umständlich. Ja, warum? Was wollen wir das sagen? Wir stellen ja unsere Mikrofone zur Verfügung, damit einsame Herzen draußen, / die bislang immer alleine auf Urlaub fahren mussten, / jetzt vielleicht im Zuge dieser Aktion auch mal einen Reisepartner zu finden glauben. Und das Ganze sagt jetzt Christoph von RTL Explosiv etwas fetziger nochmal. Reisebegleitung gesucht? Kein Problem. FM4 stellt die Mikrofone zur Verfügung. / Soll ich die Jungs reinholen schon oder nicht? Ich meine, ich kann Ihnen noch zeigen, dass wir noch etwas länger brauchen mit der Einmoderation. Na, hol die Jungs rein. Wir haben zum ersten Mal ein Brüderpaar in der Sendung. Die suchen beide eine Reisepartnerin. Ja. Schauen, ich hol sie mal rein. Es sind, wenn ich hier richtig informiert bin, Bruno und Bertram Molker, die jetzt zu uns kommen. Herr Molker. Können Sie... Moment mal. Sie könnten jetzt kommen. Aha, ja. Herr Molker. Ja. Einfach rein. So. Ihr Bruder kann sich daneben gleich hinsetzen. So. Es ist das erste Mal übrigens, dass wir Brüder haben, wenn Sie das interessiert. Wir hatten bis jetzt immer nur jeweils einen Menschen, der sich hier präsentiert hat. Aha, ja. Ja. Also, Wären Sie soweit? Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, zur Untermalung ein bisschen romantische Musik. Gerne, ja. Damit die Damenwelt draußen auch sich darauf einstellen kann, dass es jetzt ums Herz geht. Danke mich nochmal bei der Einladung. Für die Einladung. Für die Einladung. Ja, hallo. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Bruno Molker und mein Bruder ist der Bertram. Hallo. Wir sind beide Brüder. Wir sind 40 und 42 Jahre alt und wir wohnen immer noch bei unseren Eltern und haben eigentlich keinen Beruf in dem Sinn, gell, Bertram? Mhm. Wir helfen halt der Mama beim Haushalt immer noch und da ist ja immer was zu tun, weil die Mama hat ja zwei Kinder. Also mich und dich, Bertram, gell? Mhm. Ja. Und der Bruno, also ich hab zum Geburtstag einen Chemiekasten bekommen und 200 Mark. Und ich habe noch. Bertram? Ich hab noch die 70 Mark von der Oma. Und der Bertram hat mir gerade gesagt, dass er noch die 70 Mark von der Oma hat, die sie ihm zum Namenstag 1977 geschenkt hat. Bertram, bitte setz dich auf den Sessel, ich mach das schon weiter. Gell? Das macht alles so zusammen, 270 Merker und ein Chemiekasten. Nein, ja. Der Bruno und ich, wir sind Brüder, das habe ich schon erwähnt. Morgen bitte, Bertram. Erzähl, dass ich das dann auf dem, wenn dann der Kirche im Flohmarkt ist, dass ich den dann verkaufe. Ja, der Bruno... Das bin ich. Mir ist gerade ins Ohr gesagt worden von Bertram, dass er den Chemiekasten auf dem Kirchenflohmarkt morgen verkaufen will. Und wenn er das gelingt, dieses Unternehmen, werden wir über 270 Mark haben, aber leider keinen Chemiekasten mehr. Wir wollen mit dem Geld, damit komme ich jetzt zum eigentlichen Grund, warum wir heute hier sind. Wir wollen mit dem Geld die erste Urlaubsreise von unserem Leben antreten. Und zwar eine Tagesreise. Bitte, Bertram, setz dich nieder. Und zwar wollen wir eine Tagesreise mit dem Bus zur Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben machen, weil wir uns eben sehr für die Chemie interessieren. Siehe Chemiekasten. Wir suchen für diese Urlaubsreise für Bruno, also für mich und für Bertram, eine Dame mit Fotoapparat, die uns beide dann vor der Wiederaufbereitungsanlage fotografiert. Tut mir leid, dass ich jetzt ins Weinen komme, aber ich muss an einen furchtbaren Todesfall denken. Die Oma? Ich muss jetzt an die Oma denken. Jedenfalls, die Dame sollte... Bitte, Bertram, setz dich nieder. Die Dame, die uns begleitet, sollte so ausschauen wie die Mama oder die Oma, damit wir uns wie zu Hause fühlen. Sie soll sehr streng sein und uns auch ständig herumkommandieren, wenn wir Fehler machen. Zum Beispiel, wenn wir ins Bett machen, damit wir uns wie zu Hause fühlen. Bertram, bitte. Und vor allem sollte die Dame darauf achten, dass wir immer warm genug angezogen sind, denn unsere Reisebegleiterin sollte nichts von antiautoritären Erziehung halten. Und wenn wir schlimm sind, uns auch Ohrfeigen geben, damit wir uns wie zu Hause fühlen.
Herr Trompete. Wir versprechen, dass wir nur den Mund aufmachen, wenn man uns was fragt. Ja, der Bruno, das bin ich, und der Bertram, wir würden uns für die Reise interessieren. Und wenn du dich, liebe Dame, auch für die Reise interessierst, schreib bitte unter Chemiekasten an FM4. Kommen Sie mal her. Das war ja... Sie sind sehr ergriffen, offensichtlich. Aber ich glaube, das ist... Was? Und die Oma... Das ist ja wohl nur menschlich. Natürlich ist es menschlich. Wir haben Platz hier, auch für menschliche Gefühle. Ich glaube, Sie sind vielleicht auch einfach sehr aufgeregt wegen der Live-Situation, die Sie ja nicht gewohnt sind. Nein, ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Oh ja, ich hatte das Gefühl, Sie sind ein bisschen aufgeregt. Nein, ich bin nicht aufgeregt. Sie haben total gezittert auch während des Lesens. Ja, aber aus Souveränität. Und Sie haben auch extrem geschwitzt, während Sie gelesen haben. Darf ich jetzt bitte gehen? Nein, ich möchte noch erzählen, was mir aufgefallen ist. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin hier, der Moderator der Sendung. Sie haben totale Achselnässe. Bleiben Sie hier jetzt. Hören Sie auf, was machen Sie denn da? Jetzt haben Sie da, jetzt hat der hier hingemacht. So, jetzt sind Sie weg, die beiden. Das erste Mal übrigens, dass Gäste, nämlich zwei männliche Gäste, gleichzeitig sich hier in die Hose gemacht haben. Ja, Bruno und Bertram Molke waren das. Wenn Sie und nicht Frau sind klein. Und sich interessieren, mit diesen beiden eine Reise anzutreten, dann schreiben Sie bitte unter dem Stichwort Chemiekasten an FM4.